Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und eröffne die 110. Plenarsitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Üblicherweise ist zu Beginn der Sitzung am Mittwoch ein Spielbericht der Landtagself fällig. Ich habe mir sagen lassen, das Ergebnis ist wohl so geartet, dass wir im Moment noch den Mantel des Schweigens darüber decken. Aber ich hoffe, dass der Spielbericht im Laufe des Tages dann nachgeholt werden kann. Zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 3, 7, 10, 11 und 64. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Engagement von ATTAC für eine gerechte Besteuerung. Soziale Gerechtigkeit und Solidarität ist gemeinnützig, Drucksache 19/5047. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das sehe ich keinen Widerspruch. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 65 und kann nach Top 61 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Das ist so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wahrung und Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Hessen durch eine Vielzahl von Maßnahmen der Landesregierung, Drucksache 19/5057. Wird die Dringlichkeit auch hier bejaht? Das ist wohl der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 66 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 22 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Luftstandort Frankfurt-Rhein-Main, Drucksache 19/5058. Auch dieser Antrag ist dringlich, wenn ich das so sehe. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 67 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 45 zu diesem Thema aufgerufen. Da gibt es keinen Widerspruch. In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gestern Abend wurde zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19/4656 ein Beschluss gefasst mit der Drucksachennummer 19/5059. Die dritte Lesung dieses Gesetzentwurfs steht auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 68 und wird am Donnerstag aufgerufen. Ebenfalls tagte gestern Abend der Innenausschuss. Es wurde zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19/5008 zu Drucksache 19/4825 ein Beschluss gefasst mit der Drucksachennummer 19/5060. Die dritte Lesung dieses Gesetzentwurfs steht auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 69 und wird ebenso am Donnerstag aufgerufen. Heute tagen wir vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr. Bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 28 zusammen mit Tagesordnungspunkt 40. Danach folgt Tagesordnungspunkt 45, der gemeinsam mit Tagesordnung 67 aufgerufen wird. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 22 zusammen mit Tagesordnungspunkt 66. So, wir sind fast durch. Entschuldigt fehlen heute Herr Ministerpräsident Volker Bouffier ganztägig, Frau Staatsminister Lucia Puttrich ebenfalls den ganzen Tag, Frau Regine Müller, die erkrankt ist, Herr Corrado Di Benedetto ebenfalls wegen Erkrankung und Kollegin Angela Dorn, auch sie ist erkrankt. Heute Abend ab 19 Uhr findet der Abend des Sports mit dem Motto Breitensport und Ehrenamt Sportland Hessen bewegt im Erdgeschoss des Plenargebäudes sowie im Innenhof statt. Und wir haben auch noch Ausschusssitzungen. Im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 501a zusammen, wenn der Gesetzentwurf, der auf der Einladung steht, vom Plenum überwiesen wird.
und der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung tagt in Sitzungsraum 204M. Und damit haben wir es geschafft. Wir kommen jetzt zur Tagesordnung.